Ja, was den Lebensweg angeht, da schreibt ja jeder an seiner eigenen Geschichte, am eigenen Drehbuch, auch Can Berdermann. 2014 haben wir den jungen Krefelder zum ersten Mal getroffen, hier in der Lokalzeit. Da war er gerade 15, Juniorenweltmeister im Breakdance und hatte große Ziele. In unserer Serie Was macht eigentlich? Schauen wir jetzt, was aus dem jungen Tänzer geworden ist. Can Berdermann. Mit 3 Jahren hat der Junge aus Krefeld seine ersten Tanzschritte gewagt. Spürnase im Staatsdienst. Er ist Deutschlands kleinster Spürhund. Linda Herger. Sie will Opernsängerin werden. Und Linda ist ehrgeizig. Wenn ich tanze, dann versuche ich nicht einfach nur, euch eine gute Show darzubringen, darzuliefern, sondern ich versuche mit meinem Tanz, mit dem, was ich auf die Musik mache, wie ich meinen Körper bewege, versuche ich ein Bild von mir zu malen. Ich versuche meine Persönlichkeit auszudrücken. Wenn jeder Mensch mich verstehen würde durch mein Tanzen, das wäre perfekt. Heute ist Can Berdermann 18. Er macht gerade Abitur. Eine Freundin hat er im Moment nicht. Seine große Liebe ist das Tanzen. Ich mag es natürlich auch zwischendurch mit Augen zuzutanzen. Und wenn ich dann die Musik auch noch fühle, also dass meine Musikrichtung ist, dann bin ich komplett frei. Dann mache ich einfach, mein Körper bewegt sich einfach zur Musik. Ich bewege mich einfach so, wie ich Lust habe. Und das ist für mich Freiheit. Und von ihr hat er das Tanzen gelernt, Mine Berdermann. Sie ist Cans Mutter und hat ein eigenes Tanzstudio in Krefeld. Hier verbringt Can die meiste Zeit, wenn er nicht in der Schule ist. Meine Mama bedeutet mir alles. Also ich meine, es ist ja meine Mama. Ohne meine Mama gäbe es mich nicht. Ohne meine Mama gäbe es vor allen Dingen mich nicht so, wie es mich jetzt gibt. Also ich meine, ich weiß nicht, wäre ich in einer anderen Familie groß geworden. Vielleicht wäre ich jetzt nicht der Junge, der ich jetzt bin. Durch das Tanzen unter anderem und durch die Stärke, die ich von meiner Mama oder auch von meinem Papa bekomme. Anfangs hatte Mama Mine allerdings etwas andere Pläne mit Can. Can war schon recht früh im Kindertanz und hat mir auch ganz schnell gesagt, dass er das nicht mehr machen möchte, dass er weder mit den Mädchen da noch stehen möchte, noch dieses Wackel wie ein Baum im Wind, dass er da keinen Bock drauf hat. Irgendwann habe ich ihm gesagt, bitte tanz doch Latein Standard. Da war er der Einzige, da war er 6, alle anderen haben Breakdance getanzt. Da hat er gesagt, das machst du nicht noch mal mit mir, mich hier in der Stoffhose antanzen lassen, während alle cool gekleidet sind. Can setzt sich gegen Mama Mine durch, zieht sich nur noch die hippen Klamotten an und tanzt seitdem Breakdance und Hip-Hop. 2014 haben wir ihn das erste Mal getroffen. Ja, ich bin noch ein bisschen, sag mal, noch nicht richtig aufgewärmt und noch leicht müde. Aber ich habe die Choreo eigentlich jetzt drauf. Hast du letzte Nacht nicht so gut geschlafen? Geht, eigentlich schon, aber ein bisschen zu kurz. An den Wochenenden ist er schon damals oft auf Wettbewerben. Und meistens lässt er die Konkurrenz schnell hinter sich. Mit 13 ist er bereits Juniorenweltmeister im Breakdance. Es folgen Weltmeistertitel auch im Hip-Hop. Im Team oder allein. Im November gelingt ihm dann der Durchbruch bei den Erwachsenen. Er wird in Kopenhagen Weltmeister im Hip-Hop. Ich habe vorher hier in Krefeld jedem erzählt, dass ich jetzt zur Weltmeisterschaft fahre und dass ich so vorbereitet bin, dass ich einen Titel jetzt hole. Deswegen musste ich natürlich auch irgendwie irgendwas reißen. So und, ja. And thank you. Neben der Schule trainiert er auch andere. Für seine Schüler ist Can der Größte. Ich finde den eigentlich gut und so. Der ist halt streng, aber der möchte halt, dass wir das halt schnell lernen und so. Gemeinsam mit seinen Jungs trainiert er immer neue Moves, um fit zu bleiben. Mit Tanzen reisen zu können, dass ich durch das Tanzen jedes Wochenende in einer anderen Stadt sein kann, weil ich für was gebucht werde oder
weil da irgendwas, irgendeine Veranstaltung ist, wo ich eingeladen werde oder sonst was. Reisen durch Tanzen, das ist mein Traum. Und er ist auf dem besten Weg dahin. Seine ersten Fernsehauftritte als Profitänzer hatte Can jedenfalls schon. Es bleiben also auch Träume.